Hallo, guten Tag und ahoi von der Steinküste. Heute habe ich zwei richtig schöne Sets hier, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Zwei wunderbare Space Shuttles. Also ich liebe Space Shuttles und ich liebe das Thema Weltraum. Bin ein totaler Fan von. Und daher freut mich das umso mehr, dass hier beide Hersteller, die ich bevorzuge, Lego wie Kobe, da ein Space Shuttle im Sortiment haben bzw. hatten. Bei Lego ist es jetzt leider aktuell. Dann zeige ich euch auch schon einmal, worum genau es geht, nochmal genauer. Hier einmal das Creator 3-in-1 Set von Lego mit der Nummer 31066. Der UVP hiervon lag bei 29,99. Besteht aus 285 Teilen. Das ist ein Teilepreis von so roundabout 11 Cent, was, wie ich finde, relativ hoch angesetzt ist. Ja gut, aber das ist von Lego halt so gewohnt. Die haben halt ihre Preise so, wie sie sind. Und ich werde das auch nicht weiter kritisieren. Ich stelle es einfach nur so fest. Was ich noch in meinen Videos machen werde, ist eine andere Bemessungsgrundlage für den Preis heranzuziehen, denn ich möchte gern die Preise besser vergleichen können, auch zwischen Kobe und Lego. Die Hersteller haben doch verschiedene Arten von Teilen. Kobe hat viele, viele Sonderteile, viele Formteile, die größer sind, die speziell sind, die bedruckt sind. Lego hat davon nicht so viele. Und da hier nur den Teilepreis zu vergleichen, finde ich daher nicht unbedingt 100% fair. Ich werde deshalb auch das Gewicht als Grundlage nehmen. So zum Beispiel jetzt bei diesem Space Shuttle hier haben wir ein Gewicht von 267 Gramm. Das entspricht beim UVP von 29,99 11,23 Euro pro 100 Gramm. Das finde ich nochmal als extra Ergänzung ganz gut. Wir werden mal schauen, wie sich das so entwickelt, wie sich die Preise darstellen und ob wirklich alle Sets dann von Lego teurer sind als von Kobe oder ob es da nicht doch Überraschungen gibt. Aufgrund des Gewichts und nicht nur der Teilezahl. Da bin ich wirklich sehr gespannt, das weiß ich auch noch nicht und mal schauen, was daraus wird. Kommen wir jetzt aber wieder zurück zu den Shuttles, zu den spannenden Themen. Also, wie gesagt, hier das Karton vom Creator Set. Wir sehen ihn direkt an der Seite. Dabei ist eine Minifigur, ein kleiner Astronaut, der hier herumfliegt im Weltall. Aus diesem Modell kann man natürlich wie bei 3-in-1 üblich verschiedene Modelle bauen. Hier einmal die Mondstation und einmal ein Mondbuggy. Ansonsten ist auf dem Karton nicht viel mehr zu sehen. Hinten nochmal das gleiche in groß dargestellt, was man daraus bauen kann. Hier oben auch. Genau. Und das übliche Gewäsch in Schriftform, was sich sowieso keiner durchliest. Das zur Box. Ich stelle ihn mal zur Seite. Kommen wir einmal zur Anleitung. Das ist total cool bei Creator 3-in-1, wie ich finde. Hier sind noch alle drei Anleitungen mit dabei. Also, ich kann den Buggy bauen, ich kann die Mondbasis bauen und ich kann das Shuttle an sich bauen, natürlich. Ja. Gibt es zur Anleitung noch was zu sagen? Nicht besonders viel. Ganz klassische Anleitung, wie gesagt. Wie es von Lego gewohnt ist. Die Bauschritte. Wenige Teile pro Schritt. Das ist so Lego-typisch. Und auch viele verschiedene Farben im Unterbau, in der inneren Konstruktion. Auch das ist Lego-typisch. Lego hat da ja seine eigene Farbkodierung entwickelt, um das Aufbauen für Kinder möglichst einfach zu machen, dass hier keine Frustration entsteht. Und ich muss sagen, das ist nicht verkehrt. Ich habe damit auch kein Problem tatsächlich, solange ich nachher außenrum diese ganzen bunten Teile nicht mehr sehe. Ganz einfache Anleitung. Das ist ganz einfach gebaut, da kann nicht viel schief gehen. Und hier ist das gute Stück. Das Lego Forschung Space Shuttle. Fertig aufgebaut, in voller Pracht. Ich drehe das einmal. Die Triebwerke, finde ich, sind richtig gut geworden. Schön groß, nicht zu klein, nicht zu fummelig. Das Orange stellt das Feuer da, ne, vom Antrieb gerade. Wobei man hier sagen muss, eigentlich ist das nur beim Start. Im Weltall oben sollte da halt nichts mehr feuern. Ja gut, aber es ist halt da, es ist halt ein Spielset. Ganz klar an Kinder orientiert. Das gefällt mir besonders gut, das allgemeine Design. Ich finde, ich erkenne sofort auf den ersten Blick, ja, das ist ein Space Shuttle. Und habe da keine Probleme mit. Schön ist auch hier dieses Leitwerk hier oben ist gebaut. Das ist nicht, das ist kein Formteil zum Beispiel. Und wir haben natürlich auch eine Spielfunktion. Können Sie einmal aufklappen.
das ganze Thema, so. Und da drin befindet sich ein kleiner Satellit. Und das ist echt schön gemacht. Guck mal, ich kann diesen Arm hier hochnehmen, direkt hier andocken am Satellit. Ich muss ihn nicht in der Hand nehmen und kann das so damit herausfahren. Klappe ich das mal aus. So. Und jetzt ist der Satellit hier freigesetzt, kann losgelassen werden und kann dann im Orbit herumfliegen. Das ist echt gut gemacht. Und dann, wenn er abgedockt ist, das ist mit einer Hand echt nicht so einfach. So. Das klappt wieder ein. Klappe zu. Das Schiff fliegt wieder ab. Und der kleine Satellit geht im Orbit herum. So, nochmal dichter zeigen. Da sind so eine schöne Trans-Clear-Teile, so ein Fliesen mit so C-Clamps dran. Ganz einfach gebaut. Diese Gold-Permut-Teile. Ja. Und der Shuttle hat auch einen Piloten. Naja, ob das ein Pilot ist, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall eine kleine Minifigur dabei. Ein kleiner Astronaut. Der hat zwei Gesichter, ja, wie so viele Menschen. Hier sieht man dieses Angsterfüllte. Zeugt nicht gerade von Professionalität, aber es ist halt da. Und vorne das ernste Gesicht. Da hat er hier noch ein bisschen Werkzeug dabei. Sein Jetpack, sag ich mal, sein Raumanzug, mit dem er da neben der Raumstation herumtreiben kann im Weltall. Bedruckter Torso, das sieht auch recht vernünftig aus. So, habe ich den Fokus. Das sieht gut aus, das ist gut bedruckt, da gibt es kein Gemecker. Das ist alles fein, saubere Linien, total in Ordnung. Das habe ich auch schon anders gesehen, tatsächlich bei Lego auch, ja. Aber es ist völlig in Ordnung. Was mich jetzt stört an dem Astronauten, ich kann ihn da nicht reinsetzen. Also, ich könnte, das kann man ja aufmachen. Hier drin sieht man dann auch mal ein bisschen was vom Cockpit. Das ist leider sehr spartanisch gehalten. Da ist nichts drin, ein bedrucktes Teil hier vorne, das diese Armaturen darstellt und ansonsten leer. Und hier stört es mich tatsächlich, dass man diese Farbkodierung sieht. Ne? Das ist hier leider deutlich sichtbar. Finde ich nicht so gut. Und der Astronaut passt hier nicht rein. Hat er das Werkzeug in der Hand und hat er hier oben dieses Teil vom Raumanzug nochmal drauf, passt er hier nicht in das Cockpit rein. Das geht da nicht zu. Das finde ich schade. Damit er da reinpasst, müsste man das Teil hier oben abmachen. Das. Ihm das Werkzeug aus der Hand nehmen. Und dann passt er ins Cockpit. Das Problem ist aber, dann sitzt er zwar im Cockpit, aber diese kleinen Teile fliegen mir dann rum und die passen nirgendwo hin. Die kann ich dann hier hinten reinlegen in das Fach vom Satelliten. So, aber dann klimpert die da rum die ganze Zeit. Und wenn ich das Ding dann mal drehe, habe ich das im Rumgeklimper. Das ist schade. Und was mir noch nicht gut gefällt bei dem Set ist leider, da ist kein Fahrwerk dran. Ich weiß nicht, wie der Space Shuttle landen soll. Das bleibt ein Geheimnis von Lego. Auf jeden Fall kann das nicht landen. Da ist nichts dran. Und das sieht halt auf dem Tisch nicht gut aus, wenn es so steht. Ne? Wenn man das so hinstellt. Moment. Zum Beispiel hier. Ja, wie sieht denn das aus? Ich meine, das ist ja mal eine Bauchlandung. Ich muss doch irgendwie was haben zum Hinstellen. Ja, es ist ein Spielzeug, ich weiß, aber dass da gar nichts dran ist zum irgendwie Abstellen, dass es mal irgendwo stehen oder landen kann, finde ich wirklich schade. Aber ich verrate jetzt schon mal, mit den Fahrwerken haben es beide nicht so. Kobi und Lego. Es ist vielleicht besser, wenn gar keins dran ist. Dazu kommen wir aber jetzt. Das Karton von Kobi. Viel, viel größer. Ich meine, hier sind nur 25 Teile mehr drin und trotzdem ist die Box einfach riesig. Also die ist fast doppelt so groß wie die von Lego. Ja. Also warum, weiß ich nicht. Die war auch echt leer gewesen. War halt, so viele Teile sind nicht drin. Ansonsten schöne Box, schön designt. Und hier sehen wir das Space Shuttle Discovery. Das finde ich cool. Kobi hat hier ein echtes Vorbild genommen und hat ein Space Shuttle dem nachempfunden. Und das ist sowieso, was mir bei Kobi oft auffällt. Die machen mehr in Richtung Modellbau aus Klemmbausteinen, bin ich der Meinung.
Es sind nicht die klassischen Spielsets, nicht alles, es gibt auch welche, aber nicht alles. Vieles ist wirklich Modellbau und, wie ich finde, zum Hinstellen gedacht. Und wenn wir bei dem Set hier sehen, das ist 100% nur zum Hinstellen gedacht und nicht zum Spielen. Da sind so ein paar Sachen, wo ich sage, na, wäre das ein Spielset, würde das durchfallen. Ganz klar, als Modell zum Hinstellen kann ich darüber hinwegsehen. Ansonsten gibt es hier auf der Box noch ein bisschen auf der Rückseite an Informationen, andere Seite, an technischen Informationen zu diesem Shuttle, wann das gebaut wurde, wer das gebaut hat, wie viel Einsätze es geflogen ist. Das hat 39 Missionen zum Beispiel, war damit am längsten im Dienst von allen Space Shuttles. 1984 schon gebaut. 84. Da denkt man, Space Shuttles sind zur modernen Technik gewesen, dabei waren die uralt und die gibt es ja jetzt auch mittlerweile nicht mehr im Dienst. Ja, gebaut übrigens von Boeing und Rockwell. Boeing. Ja. Das ist übrigens, bevor ich es vergesse zu erwähnen, aus der Smithsonian-Reihe von COBE. Ne? Das ist hier oben das Lego auch. Smithsonian ist ein Forschungs- und Bildungsinstitut in den USA. Und die haben das Ziel, Wissen zu vermehren und zu verbreiten. COBE hat sich gedacht, nenne ich doch mal eine Produktlinie so. Und da gibt es verschiedene Modelle. Da gibt es die Mondlandefähre, die hier auch im Hintergrund steht. Da gibt es noch eine Saturn V-Rakete tatsächlich auch, die es auch von Lego gab, nur ein bisschen kleiner von COBE. Ja, da gibt es verschiedene Sachen und eben auch diese Shuttle in der Reihe Smithsonian, Wissenschaftsreihe. Ganz spannende Geschichte. Das Karton übrigens ist bei COBE stabiler. Ist fester, es gefällt mir mehr, es hat eine schöne Haptik und wirkt irgendwie wertiger tatsächlich. Die Anleitung von COBE ist dieses große Heftlein. Ist natürlich etwas anders aufgebaut als die von Lego. Vorne erstmal viele Informationen über das Shuttle an sich. Das finde ich total cool. Auch mit echten Fotos vom Start, wie es im Einsatz ist. Hier eine ganz tolle Aufnahme bei Nacht an der Startrampe oder im Flug. Und da sehen wir auch Bilder, wie es in echt aussieht. Also das ist, finde ich, echt schön gemacht hier in der COBE-Anleitung. Total wertig, da hat man wirklich was Schönes. Die Anleitung an sich ist natürlich anders als bei Lego. Hier werden erstmal mehrere Teile gleichzeitig verbaut, pro Bauschritt, nicht nur eins oder zwei. Und wir haben hier wirklich nur zwei Farben bei dem Set gehabt. Ich hatte nur weiß und schwarz. Ein paar graue Teile, ich muss lügen, ein paar orange für das Teleskop. Ansonsten war das nur weiß und schwarz. Total faszinierend, sowas kannte ich gar nicht mehr. Die Bauanleitung, die Schritte an sich sind auch nochmal anders aufgebaut. Die Steps, die bereits gemacht worden sind, sind grau hinterlegt und nur die neuen Teile werden in Farbe dargestellt. Ich mag das nicht so gerne. Ich komme da leicht durcheinander mit den Teilen. Ich hätte mir hier gewünscht, oder wünsche mir generell hier von COBE, dass sie die ausgegrauten Flächen einfach in Farbe lassen, aber ausblassen, sodass ich die Farben noch sehen kann, aber heller dargestellt sind. Das würde mir persönlich besser gefallen. Und was mir überhaupt nicht gefällt und wo ich mich wirklich geärgert habe, und immer wieder sind so Schritte wie hier oder vor allem wie hier, da werden Teile einfach nur hingelegt, zunächst in einem Schritt, um dann im nächsten Schritt von oben verbaut zu werden. Und ich sage euch, das rutscht über den Tisch. Man muss mal genau gucken, dass die Noppen richtig passen, dass die Noppe nicht um eins nach links verrutscht, sodass man dann im falschen Abstände hat. Oh, das ist furchtbar. Ich weiß nicht, warum das COBE so macht. Das ist auch anders zu lösen. Ich könnte gleich die Platten oben drauf setzen, dann von unten die anderen Steine ansetzen. Das macht Lego um Welten besser in den Anleitungen. Das nervt mich. Dieses Hingelege, ohne dass es fixiert ist irgendwie. Aber so ist es halt. Ich habe es auch hinbekommen. Man muss ein bisschen mehr gucken. Ich hatte vor allem Probleme mit den verschiedenen Winkeln der Teile tatsächlich. So ein Klassiker. Hier diese. Die gibt es in verschiedenen Winkeln und da muss man aufpassen, immer die richtige Größe zu haben und die richtige Seite zu haben. Ansonsten kommt man zu dem Punkt, das alles wieder auseinandernehmen zu dürfen. Und die COBE-Teile halten bombenfest. Also die halten fester als Lego. Und die auseinanderzubauen, naja, es ist kein Spaß. Es ist kein Spaß, das sage ich euch. Kommen wir zum Spannenden, zum Modell. Die Discovery. Ich finde, auf den ersten Blick sieht die echt gut aus. Die hat mehr die Form eines echten Space Shuttles, wie ich finde. Und wirkt einfach robuster. Ist auch eine andere Bauart. Wenn man jetzt hier schaut, zum Beispiel, das hier oben ist ein Formteil.
komplett. Das kann ich so abnehmen. Na, das ist so ein Formteil, so eine Flosse hier oben. Hier vorne, das Cockpit, besteht aus zwei Formteilen, aus drei sogar. Einmal hier die Nase ist extra. Dann habe ich das Oberteil und hier das Unterteil. Das sind zwei große Formteile nochmal. Und wird das so dargestellt. Ansonsten ist alles auch gebaut, genauso wie bei Lego. Und das passt auch gut zusammen. Ich finde, man sieht bei Kobi ab und an, dass die Steinequalität nicht ganz auf dem Level ist wie von Lego. Zum Beispiel hier sieht man das ganz gut gerade. Ich hoffe, ich kriege das hier drauf. Hier. Naja, hier oben sieht man, dass die Spaltmaße nicht ganz hinkommt, dass es ein bisschen versetzt ist. Da reflektiert das Licht, sieht man das ganz gut. Hier vorne sehe ich gerade auch, sieht man das ganz gut bei dem Brick hier. Der ist ein bisschen tiefer als die anderen. Hier ist keine Fuge zu sehen, hier. Und hier vorne sieht man diese Fugen. Das ist bei Kobi so. Es stört aber überhaupt nicht. Es fällt halt nur auf, wenn man es direkt mit Lego vergleicht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmangel, es ist halt anders. Was ebenso bei Kobi speziell ist und was Lego nicht gerne macht, die Teile sind bedruckt. Ich habe hier einmal Naseaufdruck. Ich drehe das mal um, jetzt seht ihr das auch richtig rum. Ich habe hier den Discovery-Aufdruck mit der US-Flagge. An der Seite habe ich Prinz. Komplett hier vorne ist alles bedruckt. Also hier ist kein Aufkleber drauf. Und hier ist auch bedruckt. Ich mache Aufkleber generell nicht drauf, auch nicht bei Lego, wenn sie dabei sind. Nicht, weil ich das unbedingt hasse, dass da Aufkleber beiliegen. Ich finde es nicht mal unbedingt schlecht in jedem Fall. Ich kann einfach keine Aufkleber aufkleben. Die sehen dann nicht gerade aus, das sieht dann nicht schön aus. Und irgendwann fallen die sowieso wieder ab. Die lösen sich halt einfach ab. Und ehrlich gesagt finde ich es auch gut, die Teile so zu haben, blank, ohne Aufkleber. Falls ich doch mal irgendwas anderes draus bauen möchte, habe ich die halt da und die sind nicht bedruckt mit irgendwas anderem. So, also es hat alles Vor- und Nachteile. Hier diese von Kobi kann ich nur dafür nehmen, wenn ich irgendwas mit NASA baue. Ne? Das Teil ist dann sonst verloren. Für andere Geschichten. Das wäre halt bei Lego, wenn die Aufkleber haben, nicht der Fall. Da kann ich mir überlegen, mache ich ihn drauf, mache ich nicht drauf. Und wenn ich ihn drauf mache, kriege ich ihn immer wieder ab. Hier ist er halt bedruckt. Aber das ist ein Punkt, da möchte ich gar nicht drüber stundenlang philosophieren oder mich darüber auslassen. Das ist, wie es ist. Wir können es sowieso nicht ändern und nimm es so hin, wie es kommt. Ganz einfach. So, jetzt komme ich mal zu den Punkten, die bei dem Shuttle richtig gut gefallen. Und das ist vor allem die Farbe. Guckt mal, wie weiß das ist. Das ist schneeweiß. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich nehme mal das von Lego dazu. Ich glaube, wir sehen das gleich. Schaut mal. Seht ihr das? Ich mache das mal so. So. Also ich glaube, man sieht das. Das von Lego hat einen Gelbstich. Aber eindeutig das Weiß. Ich drehe das noch ein bisschen. Das von Kobi ist rein weiß. Das ist rein weiß tatsächlich. Ich bin fasziniert, wie weiß das ist, dieses Weiß. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das von Lego sieht dagegen von Dichte mir noch richtig vergilbt aus. Als wäre hier ein Raucherhaushalt. Das ist natürlich nicht so. Das gefällt mir nicht. Jetzt, wo ich das im Vergleich sehe. Ich weiß nicht, warum das so ist bei Lego. Finde ich nicht gut. Bei Kobi Schneeweiß finde ich richtig super. Die beiden im Vergleich nochmal. Schau mal, bei Lego vorne das Cockpit gebaut. Natürlich noppiger und bei Kobi halt das Formteil. Und das meine ich damit, dass das hier Modellbau ist. Ne? Mehr in Richtung Modellbau. Das ist nicht nur Klemmbaustein, das soll auch wirklich schön als Optik aussehen. Und das, damit kriege ich natürlich die Form viel besser hin, als wenn ich es baue, klar. Aber so sind halt die Philosophien unterschiedlich. Und deswegen finde ich ja so gut, dass es die beiden gibt, die ergänzen sich richtig gut. Die Firmen mit den Teilen. Das kann ich auch gerne bei Lego mal verwenden, dieses Formteil. Warum denn nicht? Da habe ich ein super schönes Cockpit mit Lego-Steinen vielleicht. Leider passt der Weißton nicht. Ja. Ich finde das ein richtig schönes Set. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die gefallen mir nicht. Und eine Sache gefällt mir überhaupt nicht. Und das verstehe ich nicht. Gerade weil es ein Display-Modell ist. Also zum einen gefällt mir nicht das Triplex-Element hinten. Guck mal, das ist doch viel zu klein. Das sieht total fusselig aus. Und es hält auch nicht. Also ich ziehe nur kurz dran und habe es in der Hand. Das ist hier nur zu einem kleinen Stud befestigt. Und das geht in diesen diesen Brick da hinten rein. Das kleine Teil. Ja? Und mehr ist es nicht. Und
Tja, es ist einfach kein Spielset. Ich stelle das so hin und alles ist gut. Wenn ich damit spielen wollen würde oder ein Kind damit spielt, dann fliegt das irgendwann ab und zwar ständig. Und das ist hier oben mit den Kleinen genauso. Also das ist alles nicht so stabil hier hinten. Das kann man ein bisschen drehen, das ist zwar fest dran, aber naja. Ah ja, die Ruder kann man ja auch noch runterklappen. Jetzt komme ich mal zum Teleskop. Na, das ist so ein Ding. Erstmal die Luke oben. Guck mal. Die geht nicht weiter zu. Das habe ich nicht falsch gebaut, das geht nicht weiter zu. Und hier vorne ist so eine 2x2 Fliese drauf, die bedruckt ist. Die steht hier ab. Hier. Das ist keine Rundung. Die Ecken stehen hier hoch. Da hätte ein Slope besser reingepasst, ne? So, aber okay. Viel schlimmer ist das hier. Das steht so halb offen. So. Und das geht auch nicht weiter zu. Jetzt fokussiert ihr wieder auf mein Gesicht, ne? So. So, ich glaube, jetzt seht ihr das. So, hier. Steht hier offen. Und das geht nicht weiter zu. Ich kann das aufklappen. Aber es geht einfach nicht zu. Das liegt an der Konstruktion da drunter. Das kann nicht funktionieren. Da ist hier so eine Clamp. Und diese C-Clamp, die in dem Teil drin ist, höher als die Noppe, als das Dat. Wo ich das zudrücken wollen würde, bleibt das immer. Ich hoffe, das sieht man. Ja, Moment. Das immer hier auf der C-Clamp hängen und ich kann es nicht ganz zudrücken. Und deswegen geht es einfach nicht. Die andere Seite würde wahrscheinlich zugehen. Die kann ich zudrücken. Kann ich hier auch drauf drücken. Jetzt die zu. Aber das wollt ihr nicht. Denn wenn das Ding zu ist, ihr kriegt das nie wieder auf. Da gibt es keinen Punkt, wo ich hier einhaken kann oder aufklappen kann. Wenn das einmal zu ist, dann ist das Ding zu. Und dann kriege ich es nicht mehr auf. Es ist nicht so cool gelöst. Also das hätte schöner gemacht werden können. Wenn ich es mir so hinstelle, sieht das einfach nicht gut aus. Ich glaube, das ist auch nicht so gedacht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Jo, und das ist mit direkt ein Teil abgeflogen. Eine kleine Fliese hier. Das ist, ja, es ist ein Display-Modell, ganz klar. Nicht zum Spielen. Das fliegt alles ab. Diese kleinen Eckteile. Das Konstrukt an sich hält wie Sau, das ist alles gut. Aber diese kleinen Teile hier, die hier außen so drauf gesetzt sind, diese Fliesen, die fliegen gerne mal ab, wenn ich die falsch anfasse. Alles gut. So, jetzt komme ich zum Teleskop. Hier ist der Aussetzarm. Bei Lego konnte ich jetzt schön dran setzen, einklicken, hochheben. Das geht hier überhaupt nicht. Laut Anleitung wird dieses Teil lose reingelegt. Jetzt ist da hinten so ein Fach. Ja, wenn ich da schüttel, kommen da die Flügel des Teleskops raus. Und es ist tatsächlich laut Anleitung so, dass man das so verstauen soll. Ich baue das jetzt mal auf. Ich habe hier mein tolles Teleskop. Ich muss kurz so an. So, jetzt habe ich das hier mal zusammengebaut. Und ja, hier ist dann das Teleskop. Wie gesagt, das hält nicht. Also das hält zum Spiel nicht. Und ich muss nur einmal hier dran ziehen, nur dann habe ich hier gleich wieder in der Hand. Das ist ja nur mit einer so einer C-Clamp befestigt. Und das ist dann auf einer Noppe drauf. Und das hält nicht. Also das hält nicht zum Spielen. Das ist zum Hinstellen okay. Also so gut. So. Jetzt mache ich es am Space Shuttle dran. Ich versuche es jedenfalls. So. So. Und dann fällt es runter. Da habe ich so. Ja, an diesem Arm jetzt dran. So. Ja. So. Und so kann ich es mir jetzt hinstellen. Ins Regal, in die Vitrine oder wo ich möchte. Dann sieht das auch vernünftig aus. Aber das hält nicht. Auf Dauer. Das ist hier alles nur so ein kleines Gewinde hier unten. Also nicht Gewinde, so ein Kugelgelenk. Und das ist total lose und das segelt immer wieder runter. Es wäre zum Hinstellen schön so, ne? Man kann das schön hinstellen, aber wahrscheinlich so. So ein bisschen aufgestützt, dass das so aussieht, als würde es jetzt ausfahren und ausgesetzt werden. Also das ist so ein Thema, es ist nicht so stabil. Es ist ein absolutes Modell, um das hinzustellen, stehen zu lassen und nicht mehr anzufassen. Damit kann man nicht spielen und selbst beim Hinstellen muss man sich hier überlegen, wie man das stabil kriegt. Das ist noch nicht der größte Nachteil. Der größte Nachteil ist das hier unten. Dieses Fahrwerk. Also ganz ehrlich,
Guck mal hier, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht wurde. Das sieht so klobig aus. Also ich meine, es hat wenigstens ein Fahrwerk. Ich kann das hier wunderbar abstellen, ne, hier so. Das rollt auch gut, da gibt es gar kein Thema. Aber es haut nicht ganz hin. Und jetzt guckt mal. Hier vorne, das geht jetzt, es ist tiefer. Seht ihr das? Es ist tiefer. Und da gibt es ein Problem. Laut Verpackung hier wird das Fahrwerk an dieser Stelle montiert. Ich zeige das gleich nochmal am Set. Und laut Anleitung wird das Ganze woanders montiert. Und da weiß ich nicht genau, was da los ist. Laut Anleitung hier vorne wird es da drin montiert. So. Ich mache das hier mal kurz den Satelliten ab, ganz schnell. Das Weltraumteleskop. Zeige euch das mal von unten. So. Das ist jetzt so, wie es in der Anleitung ist. Hier vorne in diesem Teil montiert. Und dann steht er aber vorne schief runter. Laut Verpackung wird das hier montiert. Und dann sieht es einfach schäbig aus, also ganz ehrlich. Und dann steht es vorne auch hoch. Aber ich glaube, hoch ist eher richtig als runter. Aber wie sieht das denn aus? Oder? Was ist das denn? Nicht einklappbar, gar nichts. Hier wäre ein einfacher Mechanismus. Ich meine, der Platz ist da. Hier. Das würde reinpassen. Ich glaube auch fast, dass das mal so gedacht war, aber irgendwie nicht umgesetzt wurde, warum auch immer. Und ja, das finde ich einfach, naja. So. Also, wie sieht das denn aus? Also, bitte, oder? Da lasse ich, glaube ich, lieber vorne tiefer, weil das vorne absenkt, die Schnauze sich. Aber dafür guckt das nicht so weit raus. Ja, ich bin damit sehr unzufrieden. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, eingangs. Es gefällt mir nicht. Ansonsten ist das für mich optisch ein richtig schönes Set. Abgesehen von den kleinen Schwächen bei dem Weltraumteleskop und der großen Schwäche bei dem Fahrwerk und dieser Luke hier oben, finde ich das ein schönes Set zum Hinstellen. Das werde ich mir auch in mein Regal stellen zunächst, bis ich es irgendwann wieder auseinanderbaue. Und ich hatte vorher das von Lego zu stehlen tatsächlich und muss sagen, jetzt im Vergleich stelle ich mir das von Kobi hin. Das finde ich schöner einfach. Zumal auch der Farbton, hier sieht man es glaube ich jetzt nochmal ganz gut, auch in meinem, zu meinem weißen T-Shirt, dass ich mich wirklich weiß, wie gelb das Lego-Set auch aussieht, oder? Guck mal. Verrückt, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich werde mir eine Mail an den Support schreiben von Lego und mal schauen, was die mir dazu sagen. Ob das so gewollt ist, ob das ein Fehler vielleicht sogar ist, ich weiß es nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar gerne auch. Bitte gerne auch Feedback, wie ihr das Video fandet, was ihr euch noch wünschen würdet in Zukunft. Und was ich noch besser machen kann in euren Augen, bin ich immer jederzeit für offen. Ansonsten macht euch noch eine schöne Woche. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.